Hallo, ich bin Markus Raths von der Ceteris AG und in diesem kleinen Video möchte ich Ihnen eine Demo der Firma Microsoft zeigen, die darstellt, wie man mit Hilfe der Azure Cloud und der Internet of Things Infrastruktur dahinter im Logistikbereich heute moderner agieren kann. Logistikbereich, das bedeutet in diesem Fall, dass eine Reihe von Fahrzeugen, eine Fahrzeugflotte unterwegs ist und dass diese Fahrzeuge jeweils Geräte an Bord haben, Sensoren, die Umweltinformationen sammeln, auch über den Standort, die Geschwindigkeit und so weiter. Und dies über ein mobiles Gerät, was sie mit sich führen, über ein Cloud Gateway in die Azure Cloud mitteilen. Dahinter steht natürlich ein Queuing-Service, das heißt, wenn mal kurz die Verbindung unterbrochen ist, dann werden diese Messdaten gespeichert und weitergegeben, wenn die Verbindung wieder hergestellt wurde. Diese Daten werden dann in der Azure Cloud wieder zusammengefügt und werden zunächst einmal abgespeichert in einem Blob Storage. Das ist ein sehr, sehr günstiger Storage, wo man die Daten dann auch dauerhaft liegen lassen kann, um sie später noch einmal zu analysieren. Aber wichtiger ist ja, was mit den aktuell jetzt reinkommenden Daten passiert. Die will man aufbereiten und dafür braucht man vielleicht noch ein paar zusätzliche Stammdaten, wie zum Beispiel eine Liste der möglichen Fahrzeuge, die senden, oder eine Liste der Depots, die die Fahrzeuge anfahren könnten und so weiter. Das holt man sich hier aus einer Datenbank. Und dann wird auf diesen reinströmenden Daten zusammen mit den Stammdaten Predictive Analytics gemacht. Das heißt, mit Data Mining Algorithmen werden die reinkommenden Daten nach Auffälligkeiten durchsucht und das System kann, bevor irgendwelche außergewöhnlichen Vorfälle geschehen, das feststellen und entsprechend Alarmmeldungen definieren und diese weiterreichen. Ja, und dann werden die ganzen Ergebnisse, Alarmmeldungen und alle technischen Daten, die einen interessieren, in einer gut abfragbaren Datenbank gespeichert. Und auf dieser Datenbank, die permanent neue Daten enthält, läuft das Live-Dashboard, auf dem man seine Flotte komplett beobachten kann. Wenn einem jetzt etwas auffällt, was man quasi mitteilen möchte, den individuellen Fahrern mitteilen möchte, dann gibt es diesen Queuing-Service natürlich auch noch in umgekehrter Richtung, also sprich zurück an die mobilen Geräte der Fahrer. Das ist so ungefähr das Funktionsdiagramm. Jetzt kommen noch ein paar Produktnamen hinzu. Hier sieht man, das Ganze ist natürlich vor allem gebaut um den Windows Azure Event Hub. Die Daten werden als in der Azure Blob Storage gespeichert. Es gibt hier die Datenbanken HBase und DocumentDB, die man verwendet hat. Hier werden natürlich auch andere Datenbanken wie zum Beispiel SQL Server denkbar. Und Power BI ist letztendlich die Komponente, die das Live-Dashboard darstellen wird. Aber gucken wir uns doch einfach mal an, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Der erste Teil der Demo, den wir uns ansehen werden, besteht aus einer Windows-App, die wir jetzt einfach mal starten. Sie dient vor allem dem Administrator in der Zentrale zur Überwachung. Das ist Nishant Thacker, der macht diesen Job. Wir melden uns mal an als er und dann sehen wir zunächst mal das komplette Dashboard. Das Dashboard sagt uns zunächst mal in einigen KPIs, was in unserer Flotte gerade los ist. Ja, wir haben 78% aller LKWs auf der Straße, die fahren gerade. 12% davon haben Alerts. Aber naja, das sind nicht besonders viele schlimme. Nur 0,8% der Alerts sind kritisch und so weiter. Und hier können wir wirklich zusehen, auf der rechten Seite auf dieser Karte, wo in Kalifornien sich unsere Beispielflotte gerade befindet. Wir können auch Zusatzinfos einblenden, zum Beispiel, ob einige der Kollegen gerade Wetterprobleme haben. Ja, das ist natürlich auch aus Bing Maps. Wir können uns einzelne Depots ansehen, hier wie zum Beispiel in Modesto ist ein schönes Depot von uns. Wir sehen auch Verkehrsmeldungen. Es gibt heute Gott sei Dank weniger, aber hier oben zum Beispiel, da ist ein bisschen was los. Müssen wir mal runterscrollen, damit wir das voll und ganz sehen können. Hier zum Beispiel, da ist eine Straße geschlossen. Gucken wir mal hier. Genau, closed between Snopius Road and Sunny Drive. Also aktuelle Verkehrsmeldungen werden ebenfalls eingeblendet. Jetzt haben wir natürlich viele Trucks unterwegs. Die meisten geht es ja gut. Die können wir im Prinzip ausschalten. Dann bleiben also nur die gelben und roten übrig. Also wo das System schon bestimmte Alarmmeldungen gesendet hat, weil mit diesen Trucks eventuell irgendwo ein Problem ist. Wir können ja mal nach den Alarmmeldungen schauen. Wenn man einen großen Bildschirm hat, nicht so wie wir, dann sieht man dort auch ständig,
hier die Alerts reinkommen. Es gibt da einige kritische, wie zum Beispiel, dass ein Truck quasi zusammengebrochen ist oder kritische, dass ein Fahrer eine seine Lenkzeit überschritten hat als kritisches Alert. Und da können wir auf jeden Fall, wenn wir gleich sehen, wie man darauf reagiert. Aber falls ich bei der Reaktion noch Zusatzinfos brauche, hier bekomme ich sie, bekomme Informationen darüber, was vielleicht für Sport-Events aus dem Social-Media-Bereich unterwegs sind. Oder zum Beispiel gucke ich auf MSNBC, wo einige Leute sagen, oh, der Verkehr ist heute geradezu verrückt und es gibt einen Unfall und so weiter. Da bin ich unter Umständen schneller informiert als von meinen Fahrzeugen. Und ich sehe, das Wetter kann es eigentlich nicht sein, denn das Wetter ist hervorragend, wo sie jetzt alle, das Wetter, bei dem diese Kollegen unterwegs sind. Wenn ich jetzt eben mehr über so einen Truck wissen will, dann kann ich zum Beispiel auf ihn selber kurz raufklicken und dann bekomme ich so ein Flyout-Wheel und ich sehe, ah, das ist der Andrew Sullivan, der ist hier unterwegs und ich kann jetzt noch spezielle Informationen zu diesem Truck herausbekommen. Interessanter in dem Zusammenhang wäre vielleicht mal eine echte Fehlermeldung zu haben, auf die wir auch reagieren können. Wenn ich hier raufklicke, kann ich eine generieren. Oh ja, hier sieht man, gerade ist ein Fehler hochgepoppt. Schauen wir mal, was mit diesem System eventuell nicht in Ordnung ist. Ah, Robert Brown ist hier fleißig am Fahren. Ja. Wir könnten ihn jetzt anrufen von hier aus gleich, sagen, hey Robert, wie geht's dir? Wir können gucken, wie Benzin er noch hat. Oder wir gucken uns einfach mal direkt, wir gehen mal in seinen Truck hinein und schauen mal, was hat denn der Robert gerade für ein Problem? Das ist also sein Truck hier, mit dem er gerade unterwegs ist. Wir können auch mal ihn selber uns anschauen. Robert Brown ist eigentlich ein super Typ. Auch hier gibt es Informationen zu ihm, wie oft er zu schnell gefahren ist, ob er plötzlich gebremst hat oder so. Ja, also er hat immerhin die Kategorie B, ist nicht unser bester Fahrer, aber schon ein sehr guter Mann, also dem könnte man einiges zutrauen. Was ist mit seiner Reise? Was hat er noch vor sich? Er muss von Salinas nach Oakland und hier wissen wir, wann er ungefähr ankommen sollte, auch zu dieser Journey. Hier können wir quasi live zugucken, wie er gerade fährt. Ne? Da sehen wir ihn gerade, da ist jetzt nicht viel los in der Gegend, aber man kann quasi die permanente, sich wechselnde Position von ihm verfolgen und wir können auch noch mal reinschauen, welche anderen Daten sein Truck jetzt gerade in Echtzeit übermittelt. Ja, das sind natürlich viele technische Daten, ja, Temperatur, Druck, ja, Feuchtigkeit, CO2-Anteile. Das sind natürlich überwiegend Informationen, die wir mit kleinen Sensoren über seine Ladung bekommen. Denn ehrlich, er liegt uns ja sehr am Herzen, aber besonders wichtig ist uns seine Ladung, die er auf dem Truck hat. Und hier sehen wir diese Ladung nochmal. Also wir sehen erstmal grundsätzlich den Truck. Wir können auch alles Mögliche verfolgen. Gucken wir mal zum Beispiel, wie es seinem Reifen geht. Wenn ich hier rauf gucke, sehe ich, sein Reifensensor sagt, dass also die Reifen, weiß Gott, nicht so stark abgefahren sind, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich sehe den Reifendruck. Ich sehe, in 3 Monaten müssen die Reifen ersetzt werden. Also er ist hier scheinbar sehr vorsichtig gefahren, weil die Abnutzung so gering war. Von daher also gut gemacht. Das kann also nicht das Problem sein. Aber wir sehen schon durch die rote Farbe, das ist eine Beladung, ja, sehen wir, dass offensichtlich da so ein bisschen kritische Probleme lauern. Klicken wir also mal genau auf diesen Punkt hier, der sich rot markiert und wir sehen, oh, weia, der Trailer Cooling Unit, also sprich die Kühleinrichtung seines Aufliegers, die ist ausgefallen. Wir sehen nämlich hier, dass der Fan Speed, also der Ventilatorgeschwindigkeit, ist ja ab dem Zeitpunkt, ups, runtergegangen auf 0. Ja, ist schlecht, dann ist schlecht kühlen und da sehen wir dann auch schon die Temperatur in Fahrenheit beträchtlich ansteigen. Sensor indicates failing of cooling unit, also hier muss man wahrscheinlich irgendwas tun. Was immer ich jetzt tue, kann ich entscheiden, aber ich habe eine Menge Informationen dazu bereits gesehen, ne? Nämlich wo er hin muss, wie weit seine Fahrt noch ist und so weiter. Ich kann jetzt also selber von der Zentrale reagieren. Ich muss mir überlegen, jetzt kriege ich noch mal eine Menge Details. Ich muss mir überlegen, was ich mit ihm mache. Leider ist es ja so, dass er jetzt schon 36 Grad Fahrenheit da hat. Ja, das ist also wirklich kritisch, wie mir das System bereits herausgefunden hat, mit Hilfe von Data Mining. Ich kann jetzt mal gucken, wie viel Wert ist denn eigentlich das, was er gerade transportiert. Und wir sehen, er hat im Wert von 30.000 Euro Fisch und nochmal 1,2 Tonnen und dann hat er nochmal 600 Kilo Fisch mit im Wert von 18.000 Dollar. Er hat auch andere Ladungen dabei, das haben wir in der Grafik schon gesehen. Diese andere Ladung aber ist verhältnismäßig wenig teuer.
Die könnte man also riskieren, aber der Fisch ist es eigentlich nicht wert, also der wäre es eigentlich wert, dass wir jetzt etwas unternehmen. Was können wir in dem Fall tun? Na, wir könnten zum Beispiel hier mal überlegen, was kann man machen? Wir sollten zunächst mal sagen, was ist das nächste Depot? Er sollte am besten, das entscheiden wir jetzt mal, damit der Fisch nicht verdirbt, wenn seine Kühlung kaputt ist, sofort ins Depot fahren, wo der Fisch gekühlt werden kann. Dann dauert es ja etwas länger, bis er ankommt, aber wir haben jetzt immerhin hier schon mal fast 50.000 Dollar gerettet. Also wir werden den Fahrer einfach umlenken. Ja. Wir sagen im Depot Bescheid, dass er kommt, dass sie entsprechend Platz für seine Ladung schaffen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir das Problem jetzt erstmal gelöst. Davon weiß unser Fahrer noch gar nichts. Aber das können wir ihm jetzt mitteilen, und zwar direkt in sein mobiles Gerät, was er quasi vor sich hat hinter dem Lenkrad. Wir sagen jetzt mal Confirm and Notify Driver. Und damit wird jetzt an das Logistiksystem gesendet, was muss er tun? Erst wird geguckt, was ist die beste Route zum nächsten Depot. Er kriegt eine Nachricht, dass er dieses Depot jetzt fahren soll. Und damit ist für Nishant Thakkar an der zentralen Überblicksstelle alles erledigt. Jetzt geht es weiter mit dem, was bei unserem Fahrer direkt in seinem Truck passieren wird. Das ist das Smartphone von unserem Fahrer Robert Brown, normalerweise brav an seiner Windschutzscheibe befestigt, und er kann sehen, dass er noch 3,5 Stunden zu fahren hat, was seine Zieladresse ist. Er könnte an der Stelle auch sein Logbuch führen oder auf der Karte nachschauen, was man normalerweise mit einem Smartphone auch so kann. Aber wir haben unserem Robert ja jetzt eine Meldung gesendet, wegen seines ausgefallenen Kühlsystems, und die dürfte eigentlich jetzt gleich bei ihm ankommen. Aber mal schauen, was er dann tut. Robert, your trailer unit has a critical failure. To prevent cargo damage, please proceed to the depot. Would you like to see it now? Yes. Thank you, Robert. Have a safe journey. Und jetzt weiß Robert, dass er einen anderen Weg fahren muss. Er könnte sich noch einen anderen aussuchen. Ja, er hat zugestimmt, das bekommen wir hier als Sofortmeldung. Er könnte sich jetzt genau anzeigen lassen, wo er langfahren muss. Er hat auch noch mehr Informationen, wenn er will, zum Beispiel über seine eigenen Fahrleistungsfähigkeiten, unter anderem wie oft er plötzlich gebremst ist, weil solche Meldungen reinkamen. Er kann sich auch die Truck-Informationen allerdings nur für seinen angucken, auch mit den entsprechenden kritischen Daten. Man kann nochmal nachschauen, warum er eigentlich umgeleitet wird. Das war das Ende der Fabricam Freight Demo Internet of Things von Microsoft. Dankeschön.